Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Railroad-Video. Wir sind mal wieder als FDL unterwegs und zwar an der Schweizer Grenze, um genau zu sein, in Schaffhausen. Wir haben 32 Züge, hier ist der große Bahnhof, dann haben wir hier Feuertalen, dann haben wir hier die Abstellgruppe, da kommt dann gleich was. Herblingen den Anschluss, Neuhausen, Badischer, dann Neuhausen mit einem Kopfgleis da, Neuhausen-Rheinfall und Schloss Laufen am Rheinfall. Hoffen wir, dass wir das hier gut hinkriegen. Ich habe, ja, die ersten 10 Minuten habe ich mal ein bisschen reingespielt, um zu schauen, wie es so ist. Hat mir gefallen, also dachte ich, mach mal ein kleines Video dazu. Bevor das aber überhaupt losgeht, machen wir die Musik an. Mit Musik ist alles viel besser. Und gehen auf Play. So, wo will der hin? Der will nach Neuhausen 3 und dann Schaffhausen Gleis 2. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir hier manuelle Signale haben. Ich stelle mir dann vor, dann hätte es halt Semaphor in echt. So, du bist dann Gleis 2. Dann aus der Abstellung möchtest du auf Siding 4. Kannst du haben. Und will dann später auf Gleis 3. Wie lange bleibst du da stehen? 3 Minuten. Um 11.07 Uhr auf Gleis 3. Cool. Ja, dann. Erstmal ein bisschen vorspulen. Oh, kommen schon die nächsten. Neuhausen, Badischer. Der will aufs Abstellgleis. Jetzt müssen wir aufpassen, wo wir dich dann gleich hinschicken. Der will auf Schaffhausen, Gleis 6. Kannst du haben. Einfahrt hast du, Kollege. So, du bist auf Gleis 3. Und du bist Abstellung 1. Das wäre hier. Wie lange bleibst du da? Bis 9 nach. Ja, dann schicke ich dich erstmal auf Gleis 1. Und wartest da mal. So, wo will der hin? Neuhausen, Gleis 1. Und fährt danach hier unten weiter. Cool. Ja, schaut, kannst du nicht jetzt halt schon da reinfahren. Schade. Stehst da ein bisschen blöd. Beziehungsweise ich hätte gerne die Verbindung nach hier oben noch gehabt. Na gut, vorspulen. So, der will auf Gleis... Ja, toll, der will auf Gleis 1. Ah, ist leider gerade besetzt. Der will Gleis 3. Und dann ebenfalls auf Gleis 2, wo der Kollege hier fährt. Ja, ich kann dich nicht reinschicken, Kollege. Da kannst du mir nicht stehen bleiben. Ich brauche das Gleis. Können wir sonst eh nichts mehr machen. Gut, ein bisschen vorspulen. So, er fährt jetzt los auf Gleis 3. So, und wenn das gemacht ist, kannst dann du da reinfahren. Der will Siding 5. Kriegst du erstmal, wo will er hin? Der will Gleis 4 in Schaffhausen. Kannst du haben. Du bist dann Gleis 2. Bis zum Bahnhof kriegst du es mal. Beziehungsweise kannst du schon mal vorprogrammieren. Der will Gleis 5. So, Gleis 5 da hinten. Wo willst denn du später hin? Gleis 2. Okay.
Wobei, ich kann... Gleis 5 war das, gell? Ja. Siding 2. Und der fährt danach ins Depot rein. Ja. Kannst du gerade mal losfahren hier. Und der will nach da unten. Gleis 1. Hier rein. Noch einer vergessen. Och, da will ja noch einer raus. Siding 5. Und dann Neuhausen 2. Mensch, großer Verkehr hier. Okay, der fährt in 3 Minuten in die Richtung. Und der wird nach Heblingen, das ist da rechts. Also einmal wenden bei dir. Macht schon Spaß, das Railroad. Also gerade, wenn man dann Abwechslung macht mit Simrail und Co. Entspannt. Ach, da oben kommt wieder was. Da will Gleis 4. Kriegst du mal bis hierhin. Der fährt gleich nach Heblingen weiter. Sehr gut. Und der wird Gleis 5. Ja, ist jetzt sowieso belegt, also musst du mal warten. Der will nach ganz da oben. Und der will dann auch in die Abstellung. So, du das dann mal wenden. Und müsstest du das um 11.06 Uhr. Was sind denn das für Zeiten? Da muss man echt aufpassen. So, der fährt weg. Mal ein bisschen vorspulen. So, der fährt Badischer. Ja, er fährt eine Minute weg, dann kriegst du von mir schon mal die Fahrstraße. Bis dahin und dann geht's nach da oben. Okay. So, Neuhausen, Badischer. Dann bist du schon mal weg. Er will dann auf Gleis 4. Also noch einer. Der will auf Gleis 3. Kriegst du von mir da auch schon mal die Weiterfahrt? Bis hierhin erstmal. Ja, wobei. Der kann eigentlich bis hier unten fahren und dann auf Gleis 3. Sidings 1. Ja, muss der jetzt mal hier wegfahren. Besten Dank. Ah, Entschuldigung. So, und der fährt jetzt gleich nach Heblingen. Der will auf Gleis 5. Der hat auch die Ausfahrt. Der kann dann auf Gleis 2 und der dann auf 5. Beziehungsweise kann man dich schon mal ein bisschen vorschicken. Wenn das dann frei ist, fährst du da auf 5. So, SBL ist frei. Und in einer Minute fährt der hier weg.
Ach, der nächste. Gleis 2. So, du bist Badischer. Vier Minuten fährt der hier weg. Und der fährt noch da oben. Fährst du da noch irgendwo hin? Oh ne, da bleibt er nur bis 18 nachstehen. Fahr doch gleich ins Depot rein. So, der kommt auch gleich. Ah, oh, die nächsten. Will dann Schaffhausen, Gleis 1. So, du bist Gleis 2. Und der fährt nach Feuertalen runter. Oh, und der wendet in Schaffhausen. Auf Gleis 3 bist du. Gut, dann können wir erstmal ein bisschen vorspulen. Oh, Einfahrt für dich. Entschuldigung. Feuertalen. Er will auf Gleis 1. Ich muss dich zuerst auf Gleis 1 reinlassen, weil da will der Zug gleich hier runter. Und will dann auf Sidings 4. Hä, wie soll ich denn dich auf Sidings 4 bringen? Du musst erstmal hier weg. Das ist so dämlich da mit der Weiche. Gut, dir geben wir schon mal die Weiterfahrt. Bis dahin. Und der nächste. Ah, der hat auch keine Einfahrt. Entschuldigung. Der will auf Gleis 5. Erstmal bis hierhin. Der will auf Gleis 2. Muss leider warten. Du tust einmal wenden. Schaffhausen Gleis 6. Er geht dann gleich auf den Badischen. Der fährt nach Herblingen. So, und du fährst nach Siding. Ich kann dich nicht auf Sidings bringen. Level Neuhausen 2. So, Kollege, fahr mal weiter, bitte. Weg mit dir. Du kriegst Einfahrt bis dahin. Und dann kannst du auf die 2. Alter, kannst du bitte nicht einfach weiterfahren? 3 Minuten noch. Der will Siding 5. Ah, fuck, jetzt zieht er erstmal hier runter. Oh, und der will auch in die Sidings.
Oh, da ist ja noch einer. Schaffhausen 4. Ja, ja, macht's mal im Bahnhof einfach nur voll. Ist in Ordnung. Schaffhausen 5. Wollen wir mal machen, dass du dann gerade da reinfährst. Und der wäre gerade direkt Sidings 3. Der hat hier eine Durchfahrt. Naja, da fährt erstmal der hier vorbei. Minute. Vier Minuten fährt der weg. Schaffhausen Gleis 4. Ja, Kollege, musst du warten. Der ist am Fahren. Und dann kannst du auf die 3. Ja, noch mehr Züge. Ich bin auf Gleis 3 und dann Schaffhausen 2. So, und jetzt kommt der mit Schaffhausen 1. Der kann jetzt natürlich nicht einfahren. Ich muss aber mal vorprogrammieren. Oh, gleich fährt er. Sidings 4. So, und der will Siding 3. So, weg mit dir. Ist das jetzt so schlau gewesen, dass ich für dich die Fahrstraße gemacht habe? Nee, ne? Mit dir warten wir doch. So, der will auch noch Neuhausen. Werde gehe 100 Züge pünktlich ab. Oh, finally. So, und der fährt dann hier runter. Und der fährt dann auch ins Depot. Aber blockiert mir jetzt das Gleis. Du, oh Mann. So, der fährt Badischer. Die von alle ins Siding rein. Schaffhausen 2. Mal vorprogrammieren. Und bei dem müssen wir dann die Ausfahrt in einer Minute machen. Er ist der nächste für Siding 1. Ja, toll. Nächste von Feuertal. Der muss warten. Kommt erstmal ein Zug. Das hat er doch extra gemacht. Oder hat er es nicht getestet? Eins von beiden. So, du kannst da reinfahren. Ach nee, Moment mal. Ich sehe es ja gerade, der bleibt ja hier 4 Minuten stehen. Der will auf Schaffhausen Gleis 3. Ah, ich bin Chaoslöwe. Einmal den Fahrplan richtig lesen. Oh, du kannst hier auch schon mal nach oben. Und Vorspul. Haben wir das einer, der auf Gleis 6 will? Muss aber leider warten. Also ich kann es einmal programmieren.
fährst dann bitte ins Siding. Der will dann gleich auf Gleis 5. Können wir dich schon mal da vorfahren lassen. Der Kai-Einfahrt, der will nach da oben. Ja, muss leider warten. Gleis ist besetzt, weil die Abstellung doof ist. So, du bist dann gleich noch da unten. Ja, weil Neuhausen 1. Ja, musst warten. Gerade belegt. So, auch für die Sidings. Siding 1. So, los, weg mit dir. Der will noch Siding 5. Ja, das können wir machen. So, viel Spaß da oben. So, lass uns jetzt mal hier wegfahren. Der will Siding 5. Das heißt, wir fahren mal so. Und so. Der steht richtig. Der will auf Gleis 4. Zwei, drei, vier. Der will nach da unten. So. Was ein Chaos hier am Bahnhof. Er will dann auch um die Abstellung und zwar auf 3 runter. Nein! Der 1er blockiert mir das wieder, wenn der auf die 3 will. So, rein mit dir. Ja, Verspätung. Du mich auch mit der Abstellung. So, Neuhausen 3. Und fährt dann nach Eblingen. Alles klar. Schaffhausen 2 will der. Okay, der fährt jetzt gleich. Und dann kann er auf die 3. Okay. Kann man gerade mal programmieren. Cool. Der hat die Einfahrt. Schaffhausen Gleis 5 bei dem. Du fährst Badischer. Kriegst auch schon mal grüne Welle. Der bleibt 8 Minuten stehen und der fährt nach Schloss Laufen am Rheinfall. Cool. Schaffhausen Gleis 1 kriegst du. So, Sidings 3 wäre dann einmal hier runter.
Beschwert sich da wegen dem Signal, obwohl er hier eh einen Halt hat. Mein Gott. So, Sidings 2. Neuhausen. 10 Minuten. Wo will denn der dann hin? Neuhausen, Badischer. Okay. Noch einer von da oben. Der war nach Feuertal. Gleis 3 bei dir. Was? Nein! Du bleibst... Oh. Oh, Moment mal. Der Haus noch... Scheiße. Ja doch. Siding 3 und will dann nach Herblingen. Jetzt bleibt er mir hier stehen. Warum kannst du da nicht durchfahren? Hätte doch gar nicht anders schicken können. Ich glaube, das ist nicht komplett durchtestet. Ah, Mann. Jetzt blockiere ich mir hier natürlich die ganzen Gleise. So, der will nach Häflingen weg. So, viel Spaß da drüben. Schaffhausengleis 2. Bitteschön. Na, der fährt als nächstes hier in die Abstellung. Der will nach Gleis 4. Also die schicken wir mal bis hier hin, damit er dann da runterfahren kann. Und von da aus geht's dann da rein und... Ne, Moment mal. Ich warte mal da mit der Fahrstraße. Ach, das ärgert mich jetzt hier. Aber ich habe jetzt Gott sei Dank keinen anderen für die Abstellgruppe. Kommt da demnächst einer? Ah, ist eh er hier. Kriegst schon mal die Ausfahrt. Neuhausen 2. Der fährt dann als nächstes in die Richtung. Und du fährst dann nach Feuertalen. Okay. So, Gleis 4 bei dir. Giblingen in 2 Minuten. Fahren wir bei dir mal da unten. Drei Minuten fährst du nach da oben rauf. Du bist Schaffhausen Gleis 1. Okay. Das ist noch einer. Nö, ne? Ach, jetzt können wir das hier machen. Abstellgruppe bei dir. Ja, ist ja schön. Du fährst dann nach Grün. Das ist eher hier der, was als nächstes hier reinfährt. In einer Minute fährt der hier weg. Gott sei Dank.
Und er hier auch nach Neuhausen 2. Ich habe jetzt Sidings 5, das heißt, den lassen wir da oben drüber fahren, damit er da reinfahren kann. So, der will nach da unten. Ich frage mich gerade, ob Feuertal die Strecke ist, was in Chains in World umgesetzt worden ist. Ich habe die Strecke gerade nicht mehr im Kopf. Aber ich glaube, das könnte sein, dass es eben das da noch da unten ist. Kann man irgendwas beachten? Nee, der fährt dann gleich da rein. Wie lange bleibst du da stehen? Bis 46. Okay, dann hat definitiv er hier zuerst die Einfahrt. So, du bist zum Badischen da oben. Bitteschön. Ist schon mal voreingestellt. Und er hier will nach oben fahren. Sehr gut. Ja dann, fast vorwärts. Oder alles, ja, alles fertig. Okay. Wieso fährst du jetzt da? Nein, scheiße. Du müsst ja ganz woanders hin. Cool, ja, lass mal nicht mehr schnell einfahren. Ach, shit. Löwe, was machst du? Nur Blödsinn. So, weg mit dir. Entschuldigung, Lokführer. Okay, wir haben es geschafft. Wertung 98% Präzisionswertung. Das ist 57 von 1080. Abzüge 5. Kann man das im Detail anschauen? Verspätung 3, 2 Minuten. Falscher Bahnsteig. Ja, I know. Aber grundsätzlich... Schöne kleine Map, gefällt mir. Das mit der Abstellung ist ein bisschen doof, aber eine kleine Challenge. Hat mir gut gefallen. Hoffe euch auch und wir sehen uns demnächst zu einem neuen Railroad-Video. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen werde. Mal sehen. Bis denn dann. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.